Ich bleibe aus dem Keller erstmal fern. Ich kann die Fallen nicht entdecken. Das ist schlecht. Ich könnte einfach Fenrir hier mal drüber heizen lassen. Ich wüsste aber jetzt gerade auch nicht. Pfeile und Schüsse können gehen. Fallengenauigkeit, Fallenschärfen. Ich kann halt die Fallen dann noch nicht entdecken, also lasse ich es erstmal gut sein. Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass das eine schwierigere Aufgabe ist. Schlangenkrone erstmal. Gehen wir mal zum Kahanga Palast direkt. Weil ich glaube, da ist auch der Auftraggeber gewesen, der das Kopfgeld mir gegeben hat. Sehe sich in der Schlangen-Nungata. Ne, ich glaube, Nungata war nicht die, die hier drin ist. Aber ich sollte doch auf jeden Fall hierher kommen. Ich verehrter Gast. Direkt vorm Wag. Begib dich zum Palast der Schlangenkrone Nekataka. Ikira, but I hear whispers that you visited the Hazanui's Adra Lighthouse and survived. Ikira, ich höre aber Gerüchte, dass du im Adra-Leuchtturm der Hazanui warst und überlebt hast. Harui lächelt und streichelt sich über das Kinn. Too much has happened for you to waste words with the royal brother. From now on, you work with Onikaza as an honored guest of her rooftop garden. Only, es ist zu viel passiert. Be kind to her cats. Es ist zu viel passiert. Da ist es doch sinnlos, dass du Worte an den königlichen Bruder verschwindest. Von jetzt an wirst du als geschätzter Gast ihres Dachgarts in Oneska, mit Oneska zusammenarbeiten. Aber sei nicht zu ihren Katzen. Okay. Das heißt nach oben. Und ja, ich weiß, wir haben jetzt sehr viel Zeit verschwendet. Aber dadurch wissen wir jetzt wenigstens, wie wir es nachher richtig machen müssen. Wenn wir es in einem späteren Playthrough nochmal machen. Tja, so lernt man bei einem Blind. Let's Play eben auch dazu. Ich wünschte nur manchmal in dem Spiel, es würde eine Schnellreiseoption geben. Aber ich glaube, die habe ich wahrscheinlich auch mit dem Expertenmodus deaktiviert. Na,
Da bin ich falsch. Um auf den Palastgarten zu kommen, muss ich hier hoch. My brothers and sisters have set sail for Nekitaka. I thought the tribes needed them to calm the weather. A greater storm surrounds this place. So, gehen wir hier hoch. So, und da ist Königin Oneska. You return intact. Nagati is not always kind to those who travel upon her domain. Du bist halt zurückgekehrt. Ingati ist nicht immer freundlich zu jenen, die ihr Reich betreten. Oneska fasst sich an die Stirn und nickt. Questerfahrung. A messenger from the jaws of Tangaloa speaks with the voice of wisdom and change, I say. Ein Bote aus den Klauen von Tangaloa spricht mit der Stimme von Weisheit und Veränderung, sage ich. Sie blickt dich an und hebt die Augenbrauen. It is fitting that yours should be the voice that tells of Hasongo's fate. What did you see there? Es erscheint angemessen, dass es deine Stimme sein soll, die von Hasongos Schicksal berichtet. Was hast du dort gesehen? Naga haben die Kolonie besetzt, nachdem Iotas den Adre entzogen hatte. Ich habe sie am Leben gelassen. The snakes are on edge. Where comes this new boldness? Die Schlangen sind gereizt. Woher kommt diese neue Kühnheit? Oneska streckt sich mit dem Daumen über das Kinn und kneift die Augen zusammen. Far be it for me to complain if they make trouble for outsiders. Es liegt mir fern, mich zu beschweren, wenn sie den Fremden Schwierigkeiten bereiten. Es liegt eine Müdigkeit in ihren Gedanken, die sie nicht zu verbergen What versucht. What of Aethys? If you know why he terrorizes the Deadfire, speak on. Was ist mit Iotas? Wenn du weißt, warum er das Todeswort terrorisiert hat, sprich. Die Königin nickt. Iotas ist auf dem Weg zum Magrans 10. Ich soll ihn an den großen Vulkan des Aschgrauen Rachens treffen. Er braucht mir durch den Adra. Magrans 10 sind das nächste logische Ziel. Er ist auf dem Weg zu Magrans 10. Ich glaube aber, dass das nicht sein endgültiges Ziel ist. Nämlich die zweimal. If he fears neither ocean nor magma, I wonder that anything can stop him. Ich frage mich, ob ihn überhaupt irgendetwas aufhalten kann, wenn er doch weder Meere noch Lava fürchtet. Oneska streicht sich nachdenklich mit dem Daumen über das Kinn. If Aethys makes for Magrans teeth, I say the Rathun will grind him to dust for the praise of their warrior matron. Wenn Iotas sich zu Magrans 10 begibt, werden die Rathun ihn zu Staub zermahlen, um ihre Kriegsmutter zu ehren. Ihre Augenbrauen heben sich, das interessiert sie. Even if they fail, it will be an enemy cleared for my plate. This is the gratitude of Nagati, I say. Und sollte ihnen das nicht gelingen, bedeutet es wenigstens ein Feind weniger für mich. Das ist der Beweis von Ingatis Dankbarkeit, sage ich. Die The fiery children of Magrin, devoted to their mother with a fanatic zeal. Bothersome, but the least of my troubles now. Die feurigen Kinder Magrans mit geradezu fanatischem Eifer ihrer Mutter ergeben. Das ist zwar ärgerlich, aber momentan die geringste meiner Sorgen. From Port Maje to Hasongo to Magrin's Teeth. Aethys follows a rich vein of Adra. It takes him northeast to more interesting territory. Vom Port Mahir nach Hasongo und zu Magrans 10. Iotas folgt einer reichen Adra-Ader. Sie führt ihn nach Nordosten in ein interessantes Gebiet. In the deepest memory of the tribes, we have told stories of Magrin's teeth. Embellished sailors' fables, Ikira. But not without some truth. Schon die frühesten Erinnerungen der Stämme berichten Geschichten über Magrans Zähne. Es ist ein ausgeschmücktes Seemannsgarn, das gebe ich zu, aber steckt auch Wahrheit in ihnen. My people speak of treacherous seas, lakes of fire, and the ancient warriors hammered to life on Magrin's anvil. Meine Leute berichten von trügerischen Meeren, von Seen aus Feuern und von den uralten Kriegern, die Magran auf seinem Amboss geschmiedet und zum Leben erweckt hat. Ja, Magran ist eigentlich eine Sie, also auf ihrem Amboss. Onekasa stützt das Kinn auf die Faust und betrachtet die von oben bis unten. Ashen Maw is the grandest and most accessible of the peaks. It is the sharpest tooth in Magrin's jaw. Prepare yourself for a fight.
Der Arschgraue Rachen ist der höchste und am leichtesten zugängliche aller Gipfel. Es ist der schärfste Zahn in Mangans Rachen. Bereite dich auf einen schweren Kampf vor. Das werde ich, Hoheit. Besteht eine Chance, Hilfsschiffe zu beschaffen, die dir Feind begleiten können? Sag nichts, nehmen wir mal die zwei. Ikera, would that our resources were not so entangled in other parts. Ikera, ich wünsche, unsere Ressourcen wären nicht so sehr in anderen Regionen gebunden. I cannot send ships to Magrin's Teeth any more than I would send paper dolls to a furnace. Ich kann genauso wenig Schiffe zu Magrin's Zehen schicken, wie ich Papierpuppen in einen Ofen schicken würde. Sie legt die Finger aneinander und starrt angespannt auf den Punkt, an dem sie sich treffen. If you make preparations in Nekataka, I say we can help each other. Wenn du Vorbereitungen in Nekataka triffst, sage ich dir, wie wir uns gegenseitig helfen können. Sie setzt sich gerade auf und blickt ihn mit gleichmäßigem Ausdruck an. I must keep the city's peace, and I have only so many arms and eyes. While the dead fire screams, I would see Nekataka outlast the storm to come. Ich muss den Frieden in der Stadt wahren und habe nur begrenzte Arme und Augen zur Verfügung. Während das Todesfeuer schreit, muss ich dafür sorgen, dass Nekataka den bevorstehenden Sturm übersteht. Was brauchst What du von I need mir? Is a lasting peace that will outlive my dynasty. But I will accept peace of mind for now. Was ich brauche, ist ein anhalter Frieden, der meine Dynastie überdauern wird. Doch für den Moment gebe ich mich auch mit Seenfrieden zufrieden. What do you know of my water shapers, Herald of Barath? Was weißt du über die Wasserformer, Herold von Barath? Und Ikasa beugt sich vor und stößt das Kinn auf die Faust. Hast du etwas beizutragen, Tikio? Ich weiß noch, bei ihrem ersten Vordringen haben sie Raotai jede Menge Schwierigkeiten bereitet. Sie formen Wasser, nicht viel. Nehmen wir eins. I say we are artists. But when diplomacy fails, we will become something more. Ich behaupte, wir sind Künstler, aber wenn die Diplomatie versagt, werden wir zu etwas ganz anderem. Tikio verschränkt die Arme und grinst Onikasa an. When, Takehu? Not if. Du sagst, wenn, Tikio, und nicht falls. Onikasa hebt die Augenbrauen, besteht jedoch nicht auf einer Antwort. My water shapers are the levee holding back Rawatai's advance. An adept standing at the prow of a war canoe is enough to send the fleet scrambling for the shallows. Meine Wasserformer sind der Damm, der das Vordringen von Raotai aufhält. Ein Meister am Bug eines Kriegskanus reicht aus, eine ganze Flotte in die Flucht zu jagen. Ja, die Raotai. Träge und zufrieden lehnt sie sich wieder zurück. This reminds me. I owe the Hazanui a basket of koiki in remembrance of the Battle of Nakaroatl. Das erinnert mich daran, dass ich den Hazanui noch einen Kopf mit Koiki schulde. Im Angedenken an die Schlacht beim Nakoro-Atoll. Sie schnippt mit dem Finger und legt einem Diener zu, der sofort davon eilt. Das klingt nach einer netten Geste. You think so? I am counting on the Hazanui seeing through my condolences. Ikera, findest du, ich zähle darauf, dass die Hazanui meine Beileidsbekundungen durchschauen und ist. While the problems of Aethys and overindulgent admirals plague these waters, I have summoned the masters of water shaping to Nekataka. Während diese Gewässer geplagt werden von Eotas und allzu nachgiebigen Admiräen, habe ich die Meister des Wasserforms nach Nekataka eingeladen. Now would be the time to confer with Guildmaster Myru, but she does not answer my summons. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mit Guildmeisterin Myru zu verhandeln. Aber sie reagiert nicht auf meine Vorladung. Und Eska blickt auf die Stadt hinaus, ihre Hand verkrampft sich um die Armlehne. Glaubst du, etwas stimmt nicht? Vielleicht ist sie nur überfordert. Es klingt mir aber gar nicht so, als ob der wichtigste Wert in Nekataka unter eurer Kontrolle stünde, Hoheit. Ich werde sie das nächste Mal daran erinnern, wie ich sie sehe. Glaubst du, etwas stimmt nicht? Es ist zu früh, um einen Wald von diesem Coconut zu bekommen. Aber ich würde dich nicht verabschieden, wenn ich es in Ease fühlte. Es ist noch zu früh, aus dieser Kokosnuss einen Wald wachsen zu lassen, aber ich würde dich nicht entsenden, wenn ich nicht beunruhigt wäre. The Guild can suffer no setbacks. If Myru shirks her duties, her queen would know the reason. Die Gilde darf keinen Rückschlag erleiden. Wenn Myru ihre Pflichten nicht erfüllt, kennt die Königin bestimmt den Grund dafür. Ich starte die Ferne und seufze, ihr Blitzblick unentschlossen. Nagati, do not abandon us now. Ngati, darfst du sie jetzt nicht verlassen. Und Ikasas Blick wandert zurück zu dir. Sie zuckt zusammen. Es war kein Gedanke, den sie mit anderen zu teilen beabsichtigte. Ja, Stufenaufstieg bei Xoti.
Der Schatten unter Nekataka. Sprich mit Gildenmeisterin Mayu. Gildenmeisterin Mayu ist in der Wasserformagilde in Perigis Aussichtspunkt zu finden. Ja, ich werde jetzt hier erstmal speichern. Das ist jetzt LP 21. LP 021. Und jetzt gibt es erstmal wieder einen Cut. Auch wenn diese Aufnahmesession eigentlich nicht sonderlich toll war. Also, bis dann.